Eine strafrechtliche Anordnung gegen Stefan Meross. Prominent, sonntags immer wieder, Entscheidung über die Zukunft von Stefan Meross, Jennifer Ulrich. Folgen mehr? Unterhaltung, als kürzlich bekannt wurde, er 2022 eine Strafanordnung und musste schließlich eine Geldbuße zahlen, was jedoch weniger als 90 tägliche Preise betrug. Die Sprecherin für die Sprecherin für der verantwortliche Staatsanwalt bestätigte, dass der Hitstar einen Eintrag in das Federal Central Register hat und jetzt als Strafregister angesehen wird. Der Vorwurf: Meross soll im Mai 2022 einen jungen Mann in einem Leipzig-Hotel geschlagen haben. Wie der TV-Star selbst erklärte, hatte die Person ihn zuvor beleidigt. Meross sagte, er nahm die Strafverordnung an, weil er keinen Wunsch hatte, wegen eines solchen Dummkopfs vor Gericht zu gehen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie sein Heimsieger auf die aktuellen Entwicklungen reagiert. Tatsächlich haben die Verantwortlichen bereits eine Entscheidung getroffen. Meross moderiert sonntags für viele Jahre. SWR reagiert auf Meross Nithaute. RTL überprüfte die SWR zum Thema Stefan Meross und erhielt eine klare Erklärung. Der 47-Jährige behält seinen Fernsehjob. Insbesondere wird die Rede von privaten Angelegenheiten. Ein Sprecher macht es klar: Mai 2023 moderieren. Meross beschreibt seine Version des Vorfalls. Der Musiker hat daher keine Angst vor professionellen Konsequenzen. Dies sollte schließlich für ihn getan werden. So wie Meross eine Diskussion im Hotel gab. Kragen. Er rief sofort die Polizei an. Die Beamten waren innerhalb von 5 Minuten dort. Er behauptete, ich habe ihn geschlagen und er fühlte Druck auf seine Brust. Meross wurde im Hotel provoziert. Imago. Bilder: Günther Hofer, Schwabenpress. Die Schlussfolgerung des Moderators: Der Typ hat mir auf die Nerven gekommen. Die Pferde gingen einfach mit mir durch. Auf jeden Fall war er nicht stolz auf die Aktion. Er war besonders verärgert darüber, dass der andere Mann ganze Zeit lachte, als die Polizei eintraf. Meross vermutet, dass Person es eindeutig anzieht, ihn ausflippen zu lassen.